Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Und im Grunde gibt es schon gar nichts mehr zu sagen, weil das einfach nur Sein ist mit Gott. Weil das mein Zurücktreten ist. Und ich stille werde und immer stiller werde. Und noch stiller durch mein Zurücktreten. Es wird immer mehr ein Betrachten ohne Urteil. Ein sich geben durch die Liebe des Vaters. Einen Stillstehen in der scheinbaren Situation. Und ich habe immer die Wahl, noch habe ich sie hier, mit was ich schaue und was ich höre. Liebe oder einen Ruf nach Liebe? Liebe oder Angst? Möge ich mich von meiner eigenen Angst nicht mehr verführen lassen. Die da scheinbar im Untergrund noch so mächtig wirkt. Diese Welt, die ich mir hier kreiert habe, ist ja auch eine angstbasierte. Also scheint sie da ja noch unbewusst in mir rum zu wühlen. Und wieder sage ich, das Betrachten lernen, damit ich mich davon erlösen kann, weil das ist nicht von Gott. Ich mich wirklich davon trenne. Ganz klar sage, Angst ist nicht von Gott. Möge ich die Erlösung für mich annehmen, die einzige Funktion, die ich hier habe. Möge ich mich selber nicht mehr irritieren. Durch meine eigenen Angstgedanken, die in vielfältiger Form auftauchen. Und ich oft erst viel später registriere, hey, das war ja ein Angstgedanke. So verkleidet ist er manchmal. Jeder Grollgedanke, jedes Urteil, jeder Gedanke des Eigenwillens, ich will haben, jeder lieblose Gedanke ist ein Angstgedanke. Da gibt es noch viel mehr Verkleidung. Das Ego-Denksystem, das ich mir kreiert habe, ist ja sehr raffiniert. Das müssten wir mittlerweile alle wissen.
oder schon erfahren haben. Und davor keine Angst mehr zu haben, was da alles immer wieder noch so hochploppt. Und da passt wieder so wunderbar das Textbuch. Ich liebe es. Kapitel 11, Nummer 5, die Dynamik des Ego. So klar und deutlich. Ich kann dir nur sagen, Bruder, lies es. Zieh es dir rein, damit du das aufgibst. Da will hingehört, hingeschaut werden. Muss ich? Ich verarsche mich doch immer nur selbst. Durch meine Arroganz und Ignoranz. Anstatt einfach zu gestehen, ja, ich will jetzt gerade recht haben. So wie du. Ein jeder scheint dir hier recht haben zu wollen. Immer. Es will doch jeder im Recht sein. Und somit verurteile ich den scheinbar anderen immer, dass er im Unrecht ist. Das steht mir gar nicht zu. Ich kann einfach mit Liebe darauf reagieren. Anstatt mit meinem Recht haben zurückzuknallen. Was ja auch nur Angst ist, ne? Meine Abwehr. Lieblos. Und davor nicht mehr zu schrecken. Sondern es nur zu bemerken, aha, okay, erwischt. Das will ich nicht mehr. Erlösung ist meine einzige Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe weiterhin, egal was da scheinbar im Außen geschieht. Das kann meinen Frieden nicht stören. Das kann mich als der liebende und geliebte Sohn nicht beeinträchtigen. Das kann mein Licht nicht trüben. Das ist nur der Irrtum. Und darin irren wir uns alle. Also wenn dir jemand sagt, du irrst dich gewaltig, Bruder, naja, da kann ich nur sagen, naja, wir alle irren uns gewaltig. Wir alle stecken in diesem seltsamen Film fest. Und jetzt kann ich nur zurücktreten und sagen, okay, was will ich? Will ich recht haben oder glücklich sein? Will ich jetzt vehement darauf bestehen? Das sind ja alles meine Anteile. Ich muss doch immer bei mir schauen. Vor allem, wenn es mich triggert. Und wenn die Urteile da zack, zack, zack fallen, ich gar nicht hinterherkomme. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass ich meinen Ego-Wahn ausbreite. Jetzt bin ich scheinbar damit beschäftigt, aber nur, um es zu entlarven, beziehungsweise mich selber zu entlarven. In meinem Film hier,
und dann es aber gut sein lassen. Dem nicht noch mehr Stoff zu geben. Das haben wir ja zu Genüge getan. Dem Ego diese Bedeutung, diese Macht entziehen. Was ja mein ist, ich gebe dem ja die Macht, die Bedeutung. Weil ich Angst habe. Und ich es irgendwie versuche zu kontrollieren. Aber es ploppt immer irgendwo doch hoch. Ungeahnt manchmal. Wie so ein Schreckgespenst manchmal. Und dann fühle ich mich dem ausgeliefert. Und weiß gar nicht, wie ich darauf schauen soll. Und das Ego reibt sich die Hände. Wunderbar, da haben wir einen verwirrten Geist. Das ist nicht der Wille Gottes. Und ich habe mich zu korrigieren. Ich bin Liebe weiterhin. Nichts, aber auch gar nichts kann meinen reinen Geist, diesen einen reinen Geist, erschüttern. Ich tue es mir selbst an, indem ich mich diesen Ego-Wahn-Gedanken hingebe. Und dann rattert und macht und tut es. Anstatt es gut sein zu lassen. Und nur zu bemerken, okay, ich bin gerade wieder gestolpert. Halt, stopp, das will ich nicht. Ich räume das mal weg. Der erste Satz hier, da heißt es ja gleich, Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Bin eigentlich beständig dabei, mir all diese alten Gedanken zu vergeben. Das Wahre vom Falschen zu trennen. Und mich der Macht Gottes hinzugeben. Alle Macht ist von Gott. Heutiges Textbuch. Und ich bin mit Gott. Ich bin in ihm und er mit mir, in mir, um mich herum. Möge ich den Traum der Vergebung träumen, diesen erlösenden Traum. All diese Ideen und Bilder, Glaubenssätze, Meinungen. Das muss ich alles ziehen lassen. Weil es nur noch um diesen gegenwärtigen heiligen Augenblick geht. Und dann kann das alles nicht sein. Immer wieder Neustart, immer wieder Neubeginn.
Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Möge ich mit mir in Frieden sein. Weil ich das bin. Möge ich mit mir in Liebe sein. Weil ich das bin. Möge ich mit mir in Freude sein, weil ich das bin. Möge ich das Licht in mir sehen, weil ich das Licht der Welt bin. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Fürchte dich nicht vor dir selbst. Betrachte einfach und gib dich hin und vertraue, vertraue, vertraue. Da will ja nur Vertrauen, Licht, Liebe, Freude hinein. Wirkung Gottes sein. Erlöser sein. Nichts ist getrennt vom Willen Gottes. Ich kann niemals getrennt sein. Nur durch mein fehlerhaftes Denken glaube ich, dass das geschehen ist. Und das muss in Korrektur. Jetzt. Genau jetzt. Ich will diese Gedanken nicht mehr denken, weil sie nicht wahr sind und mich an die Illusionen festnageln, meine eigene Kreuzigung. Bruder. Zerschlag dein Kreuz und steh auf. Und geh. Mach aus dem Kreuz einen Hocker, auf dem du manchmal eine Pause machen kannst. Oder ein Schaffell darauf. Oder Lammfell, das Lämmlein. Also in diesem gespaltenen Geist, den ich scheinbar wahrnehme. Einerseits Wahrheit, andererseits Illusion. Und die Erlösung, da steht's, scheint wie ein Grenzland zwischen der Wahrheit und der Illusion zu sein. Sie spiegelt Wahrheit, denn sie ist das Mittel, mit dessen Hilfe du der Illusion entrinnen kannst. Sie ist jedoch noch nicht die Wahrheit, weil sie aufhebt, was nie getan ward. Verstehst du das? Meine Illusionen hebt sie auf.
Und das ist noch nicht die Wahrheit, weil es darin überhaupt keine Illusion gibt. Da gibt es keine Ideen von irgendetwas Unwahren. Und da eier ich ja noch rum. Und wieder sage ich, das nur zu sehen und mich nicht dafür zu verurteilen, dass ich das nicht kann, mich da noch nicht so loslassen kann. Oder mich da noch nicht so klar fokussieren kann. Wir sind Lernende. Der glückliche Schüler. Schon wieder vergessen? Hey, ich bin froh und dankbar, dass ich so viel lernen darf und verlernen darf. Auch wenn es sich manchmal so ätzend anfühlt. Aber ich weiß um die Liebe dahinter und das Licht. Dass es jetzt eben scheinbar dieses Schlüpfen durch dieses Nadelöhr ist. Ist halt jetzt ganz schön eng, ne? Aber wir gucken über den Tellerrand und sehen, dass da viel mehr ist. Und dass dieses sich öffnen und entfalten ja auch schon immer wieder auftaucht. Dieses sich ausdehnen, das ist mir doch nicht unbekannt. Dieses Ausrichten für Gott. Und da, immer wieder da, mit zu sein. Mit dieser Ausrichtung für Gott. Und meine alten Gedanken sind nicht wirklich. Und das muss ich klar haben. Und jetzt scheine ich erstmal damit beschäftigt zu sein, oh, welche Gedanken sind denn wahr und welche unwahr. Und das braucht wohl Übung. Und dafür haben wir uns doch, dafür haben wir doch den Kurs. Das ist doch unser Mittel zum Lernen und Verlernen. Und sich einzugestehen, hey, ich bin Schüler, ich bin Schülerin. Ich studiere und ein Studium auf der Zeitebene gesehen braucht ja wohl Zeit. Na, dann nutze die Zeit. Auch wenn die Augenblicklichkeit der Erlösung sofort da sein kann. Genau jetzt in diesem Augenblick. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt scheint es gerade schrittweise zu sein. Also will ich lernen, nur diese wahren Gedanken des Vaters zu denken. Groß geschrieben. Diese Gedanken der Einheit, der Liebe und des Friedens. Meinem wahren Geist mögen nur dieser Einlass finden. Deshalb sage ich auch immer wieder, denk mit Gott. Denk an Gott. Ist das der Wille Gottes? Ist dieser Gedanke der Wille Gottes? Und das kann ich sehen und hören lernen. Und dann weiß ich genau, nee, ist er nicht. So, weg damit. Was willst du noch damit? Recht haben? Darum geht es doch gar nicht mehr.
dir doch um deine Erlösung, um deine Befreiung von diesem Schauspiel. Und zu lernen, dies liebevoll zu betrachten, vergebend auf alles zu schauen. Ich lerne vergebend, liebevoll auf meinen eigenen Film zu schauen. Christi Schau. In den letzten Winkel hineinleuchten zu lassen. Das Licht. Die Liebe. Um zu sehen, dass sie überall schon da ist, dass mir alles schon gegeben ist. Hinter jedem finstersten Eckstein ist das Licht, ist die Liebe. Der Gedanke Gottes lässt mich all das Alte, was nicht wahr ist, übersehen. Und Sünden vergessen, weil es sie nie gegeben hat. Das ist ja nur mein Zurückschauen. Und dann habe ich das Kreuz wieder auf meinen Schultern. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Erinnere dich. Und der Heilige Geist ist mir gegeben, mir zu helfen. Er ist mein Lehrer, mein Führer. Er zeigt mir es. Der Heilige Geist bewahrt diesen Plan Gottes genauso, wie er von ihm, von Gott empfangen ward. Im Geiste Gottes und in deinem eigenen. Mir ist es genauso gegeben. Da ich mich aber scheinbar so weit getrennt habe, ist es mir überhaupt nicht gewahr. Ist es mir noch fremd? Was? Ich? Ich bin der Heilige Sohn Gottes? Mir ist alles gegeben? Ja, du. Du bist voller Liebe, liebevoll und liebenswert. Ein liebevoller Gedanke Gottes, voller Licht. Voller Freude, Dankbarkeit. Da schauen wir hin. Und nur da. Schöpfe aus dieser einen heiligen Quelle, die dein ist, dein wahres Zuhause. Und du bist im einfachen Geben und Empfangen. Völlig natürlich. Der Heilige Geist schaut mit dir auf all das, auch auf Krankheit, Leid und Tod, auf Schmerz. Und er ist mein Helfer. Dies
aufzugeben, mich zu erlösen. Dass das alles nicht wahr sein kann, dieser ganze Kummer, dieser Gram, Trennung, ist nicht der Wille Gottes. Also muss ich aufhören damit, mir das immer wieder noch wahr zu machen, mir das immer wieder noch zu bestätigen, weil mich das erschöpft. Und meinen Geist in Unklarheit hält, in dieser Dumpfheit, in diesem Nebel. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr dieses Dissoziative. Oder diesen zwanghaften Versuch, mich irgendwie hier anzupassen. Scheinbar jemanden gefallen zu wollen. Es geht nicht um diese Welt, um diese Ebene. Höre den Geist hinter all diesem. Ich bin nur ein Mittler, genauso wie du. Unveränderbar und unveränderlich. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich bin ein liebevoller Gedanke Gottes. Ein Gedanke der Einheit und nur diesen auszudehnen. Das ist meine Erlösung. Meine Funktion zeigt sich darin, ganz natürlich. Und dann will ich nur den Willen Gottes tun, weil er der meine ist. Es geht nicht mehr um mich, hier, diese Figur hier. Dieses Bild, diese Person. Und der Auftrag ist heute, dass ich mich gut im heutigen Gedanken übe. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe. Weiterhin. Und dies ist nicht sein Wille. Konflikt, Konfliktgedanken, Grollgedanken ist nicht sein Wille. Angstgedanken, das sind ja alles Angstgedanken. Ich kann in Wahrheit nur Liebe geben und empfangen. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Alles andere ist ein Traum und nicht die Wahrheit. Ist nicht von Gott. Und dennoch bin ich hier, aber nicht von dieser Welt. Ich bin reiner Geist. Kann einfach nur meinen Segen geben. Und durch mein Zurücktreten wird mir das so gewahr. Segne, Bruder, segne. Du kommst in deinen Frieden.
weil du all das loslässt und dann nicht mehr rumwirbelst, dich einmischt. Du erhebst dich über das Schlachtfeld. Und da sei, gib dich hin und segne. Halte du deine Hände offen. Halte du deine Arme offen. Halte du dein Herz offen. Der Heilige Geist, Gottes Stimme, spricht durch dein Herz. Da ist der offene, reine Geist. Der Himmel, der leuchtende Altar, ich öffne mich für das Licht. Möge ich es geben und empfangen, beständig. Möge ich einfach nur Gottes Willen tun. Ich segne die Welt, ich segne den Bruder und ich segne mich selbst. Erlösung ist meine einzige Funktion, die ich hier habe. Und ich erfahre es durch mein Geben und Empfangen im Sinne Gottes. Durch meinen Segen, durch meinen Frieden, durch meine Liebe, die immer jetzt, das alles ist mir immer jetzt gegeben. Erfahre ich es nicht, bin ich nicht mit Gott, dann bin ich im Widerstand, dann habe ich wieder die Ebenen verwechselt. Und lungere wieder auf niederen Ebenen herum. Bemerke es und sage Stopp. Das will ich nicht mehr. Ich will nur Gottes Willen tun. Ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ich bin und bleibe auf ewig die Liebe. Selbst wenn ich mich in den tiefsten Tiefen noch verirre. Aber da brauche ich doch gar nicht mehr zu sein. Ich muss doch nicht mehr in die Hölle gehen. Wozu? Nochmal die Angst durchleben? Wozu? Wo mir doch all die Freude gegeben ist. All das Licht. Das ist doch nicht die Wahrheit. Es geht doch nur darum, die Liebe Gottes zu spüren, zu erfüllen. Die Angst kennen wir doch zu Genüge. Wut, wozu? Dann will ein Teil immer noch Schlachten schlagen. Ich will den Frieden Gottes. Und er kommt bestimmt nicht mit einem Knüppel daher. Das ist totale Ebenenverwechslung. Das ist mit Körperaugen schauen. Ne? Körpergedanken hegen. Und das ist nur Ego. Ich bin reiner Geist. Ich kann keine Angst haben. Ich kann keinen Groll hegen.
kann nicht im Widerstand sein. Versuche die Stärke in dem zu sehen, was du sagst. Denn diese Worte, denn dies sind Worte, in denen deine Freiheit liegt. Dein Vater liebt dich. Gott liebt dich. Und somit liebe ich dich auch, weil wir alle eins sind in Gott. Ich kann gar nicht anders. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht fühlen kann. Aber es kann gar nicht anders sein. Und das ist ja unser gemeinsames Lernen, dass wir das miteinander fühlen und spüren lernen. Und ich nicht wieder in Abwehr gehe und aussortiere. Ja, den liebe ich aber nicht. Die nicht, der ja. Weil es nicht mehr um diese Ebene hier geht, um diese Welt. Um das All-Eins-Sein. Es geht nur um das All-Eins-Sein. Die Liebe ist total. Liebe ist jetzt. Gott ist nur Liebe und du bist es auch. Willst du das dem Bruder absprechen? Deinem eigenen Anteil, deiner Spielfigur? Du entsagst es dir nur selbst. Und das ist ja das, was so prekär ist. Und das sind alles nur Projektionen. Man hat die Angst vor mir selbst. Die Angst vor Gott im Grunde. Weil ich doch immer noch dieses Groll, dieses Schuldspiel spiele. Indem ich immer noch Unterschiede mache. Dein Vater liebt dich. Die ganze Welt des Schmerzes ist nicht sein Wille. Die ganze Welt des Grolls ist nicht sein Wille. Die ganze Welt des Leids ist nicht sein Wille. Er kennt das gar nicht, weil er das nicht ist. Und ich bin es auch nicht. Also muss ich mir das vergeben, wenn ich solche Gedanken habe und sie wirklich als unwahr aussortieren. Mit manchen Gedanken scheint es leichter zu gehen und mit manchen eben nicht. Manche kommen immer wieder. Oder manche scheinen so tief zu gehen. Fürchte dich nicht, es ist nichts bedroht. Du bist niemals in Gefahr. Vergib dir den Gedanken, er habe dies für dich gewollt. Er, Gott, habe dies für dich gewollt, Krankheit, Leid und Tod. Lass dann jenen Gedanken, durch den er alle deine Fehler ersetzt hat, in die verdüsterten Winkel deines Geistes dringen, bis hin zum finstersten Eckstein. Was ich schon sagte, der die Gedanken dachte, die nie sein Wille waren, damit diese dunklen Gedanken vergehen und ich mich nur noch in Unschuld wahrnehme, in dieser Heiligkeit und Herrlichkeit, in diesem Licht. Nur das ist Gottes Wille. Du bist sein geliebter Sohn.
Gott denkt keine einsamen Gedanken, Trennungsgedanken. So lass ihn durch dich wirken und damit alles weggespült wird, was nicht von ihm ist. Lass ein das Licht und du wirst kein Hindernis vor dem erblicken, was er für dich will. Enthülle deine Geheimnisse vor seinem gütigen Licht und sieh, wie hell dies Licht nach wie vor in dir leuchtet. Enthülle deine Geheimnisse, das, was sich so tief versteckt hat. Aber jetzt nicht wie wild losrennen und suchen, 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 dann bin ich wieder im Ego-Wahn. Es kommt schon alles von selbst. Bleib da. Und gib dich hin. Öffne dich für den Willen Gottes. Und es geschieht schon von ganz alleine. Also vertraue, vertraue. Öffne du dich und gib dich hin. Und das ist alles. Lass das Licht durch dich hindurch wirken. Sei du Licht durchflutet. Übe Gottes Gedanken heute und lass sein Licht all jene verdunkelten Punkte finden und erhellen und sie durchfluten, um sie mit den übrigen zu verbinden. Es ist der Wille Gottes, dass dein Geist mit seinem eins sei. Und das ist er. Du bist stark und mächtig. Nutze deinen Geist nur im Sinne des Vaters. Du hast scheinbar den freien Willen. Du hast immer noch die Wahl. Nutze es für Gott und nur für Gott. Es ist der Wille Gottes, dass er nur einen Sohn hat. Es ist der Wille Gottes, dass du sein einer Sohn bist. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Ich muss mir immer selbst vergeben. Ich muss immer bei mir schauen. Da ist nichts im Außen. Das sind nur meine Projektionen. Aber genau die zeigen mir ja noch, was ich zu lernen oder zu verlernen habe. Also möge ich mich lehren lassen. Möge ich zurücktreten und mich führen lassen. Genau jetzt in diesem Moment. Und dieser Moment ist immer jetzt. Ist immer jetzt. Nicht später. Jetzt. Jetzt ist die Kommunikation mit Gott. Jetzt ist Gott mit dir. Also will ich alle Angst weglegen und das eine selbst als Liebe anerkennen, dass wir alle sind. Da kann es kein Gegenteil geben. Wahre Liebe, die Liebe Gottes hat kein Gegenteil. Und hier bin ich immer wieder versucht, in Gegenteilen zu denken. Ich verführe mich selber. Und das ist nicht wahr.
nur der eine, non-duale Geist, eins gesinnt. Also möge ich mir alles vergeben, all diesen Widerstand, diesen Eigenwillen. All das. Vergib alle Gedanken, die sich der Wahrheit deiner Vervollständigung, deiner Einheit und deines Friedens widersetzen. Du kannst die Gaben nicht verlieren, die dein Vater schenkte. Du willst kein anderes Selbst sein. Du hast keine Funktion, die nicht von Gott kommt. Vergib dir all das, was du dachtest, was du glaubtest, gemacht zu haben. Vergebung und Erlösung sind dasselbe. Vergib, was du gemacht hast, und du bist erlöst. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe weiterhin. Darin kann es keinen Zweifel geben. Keine Angst, keinen Groll. Weil das ist nicht der Wille Gottes. Ich bin eins in Gott, eins mit dir. Punkt. Nur Liebe, nur Frieden, nur Licht. Und ich segne, und das ist meine Vergebung. Und so kehre ich endlich nach Hause zurück, auf meinen angestammten Platz. Und erkenne endlich an, dass ich der Sohn Gottes selbst bin, voller Freude, voller Licht, voller Liebe, voller Dankbarkeit, voller Hingabe. Und nichts anderes. Punkt. Gottes Wille geschehe und er geschieht. Erlösung ist meine Funktion hier. Die einzige Funktion, die ich hier habe. Amen. Amen. So sei es, so ist es. Danke, danke. Mächtiger Bruder, mächtiger Gefährte. Uns allen einen frohen, 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 friedlichen, liebevollen Tag.
in der Vollständigkeit. Und Ganzheit und Vollkommenheit. Du Liebe, 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 bis gleich.